Willkommen zurück. Wir haben jetzt ein dunkles Gespräch mit Herrn Wadek hier drüben. Ich bin schon ziemlich nah an dem Ende und ich bin mir sicher, wenn ich das hochlade, werde ich auch wieder ein bisschen in Elex 2 mit Mordsereien getaucht haben. Und ja. Mal schauen, wann wir das zeitlich haben, das Let's Play. Ich schätze, ich will auf jeden Fall 69 Parts haben, mindestens. Kallax hat mich in eine Falle gelockt. Eine halbe Alparmee hat mir da oben in den Bergen aufgelauert. Sagtest du nicht, Kallax sei allein unterwegs? Tut mir leid. Ich dachte, meine Informationen seien zuverlässig. Woher genau hast du die Information überhaupt? Er hat es mir selbst gesagt. Dann hat Kallax dich benutzt und hat dich absichtlich diesen Unsinn glauben lassen. Und ich laufe ihm geradewegs in die Falle. Er ist völlig verblendet. Du musst irgendeinen Weg finden, ihn da rauszuholen. Das kann ich dir nicht versprechen. Dieser Wahnsinn muss endlich ein Ende haben. Kallax erzählte mir, ich sei schon lange ein Teil des Elixitoren-Kollektivs. Was hat er damit gemeint? Nun, du warst ihm direkt unterstellt. Ihr habt zusammen eine Menge bewegt im Namen des Hybriden. Ja, aber ich kenne nicht einmal den Code zur Kammer des Hybriden. Kallax als vollwertiger Elixitor hatte immer Zugang. Und nur er hat meistens direkt mit dem Hybriden gesprochen. Aber da steckt doch noch mehr dahinter. Warum hast du Kallax nicht selbst danach gefragt? Es gab ein paar Kampfmaschinen, die mich daran hinderten. Du musst noch einmal mit ihm sprechen. Oh. Wie soll ich mit Kallax sprechen, ohne dass ich wieder in eine Falle laufe? Du musst einen geeigneten Ort finden, wohin ihm seine Kampfmaschinen nicht folgen. Dann musst du ihn dorthin locken. Wo soll dieser Ort sein? Ich weiß es nicht. Das wirst du selbst herausfinden müssen. Kallax anlocken? Ist das dein Ernst? Ich wüsste da vielleicht etwas, aber... Die Zeit des Zauderns und der Bedenken sind vorbei, Vater. Gib mir endlich etwas, was mir weiterhilft. Es ist etwas Wichtiges geschehen in der Vergangenheit, das ich dir nie erzählt habe. Kallax weiß es schon sehr lange. Und er weiß auch, wenn es im Eispalast bekannt würde. Was dann? Nun, er würde ziemlich sicher seinen Rang als Elexitor verlieren. Was? Aber... Es gibt da ein unscheinbares kleines Fischerdorf auf einer Insel im Süden von Edan, das heute verlassen sein müsste. Dort wirst du die Antwort auf all deine Fragen finden, mein Sohn. Du schickst mich einfach weg nach so einer Andeutung? Du musst es selbst sehen, um es zu verstehen. Wenn du zurück bist, werden wir darüber sprechen. Ich war schon dort. Ich war schon dort. Ray, ich war doch schon dort. Du warst dabei. Ich sag's ihm, Ray. Komm schon, Ray. Sag's ihm doch. Nein. Okay. Ich weiß nicht, wo es ist. Oh, ich muss reinzoomen, dass ich dorthin kann. Oh. Könnte mir da auch fast die Kampfdrohnen-Mod runterladen zum Testen. Du. Zurück darum halt. Verdammt, Ray. Ist stärker geworden. Hast trainiert ein bisschen. Ziemlich ungewohnt für einen Skywalker, dass man. Nein, nur für Ray Skywalker, der das trainiert wird. Alle anderen Skywalker haben trainiert. Oh, nur Ray nicht. So. Tag. Da ist das Dorf, das ich mir für meinen Vater ansehen sollte. Die Luft hier riecht wie... Fisch? Es erinnert mich an etwas. Ich kenne diesen Ort, ich war... früher sehr oft hier. Dieser Weg. Der Strand. Die Hütten. Aber das ist... Es muss sehr lange hier gewesen sein. Ich war noch ein Kind.
Ein Kleinkind vielleicht. Ich habe hier gelebt. Mit meinen Eltern. Es ist verwirrend, aber ich beginne mich zu erinnern. Es war in einer verregneten Nacht. Sie kamen aus dem Norden. Mit ihren Waffen aus Licht und Feuer. Die Menschen gerieten in Panik, sie rannten. Jeder versuchte, sich zu verstecken. Wir hörten die Menschen schreien. Der andere Junge neben mir in unserem Versteck. Er hatte genauso viel Angst wie ich. Dann fand uns einer von ihnen und brachte uns in den Norden. Alle anderen waren fort. Was blieb, waren leblose Körper in der Brandung. Es gab nur noch mich und den anderen Jungen. Wie hieß er noch? Dieser fremde Mann nannte mich Jax. Und den anderen Jungen Kallax. Ich verstehe jetzt. Das ist es, was Vadek mir all die Jahre verschwiegen hat. Kallax und ich sind Kinder von Edan. Aber das würde ja bedeuten, dass der alte Mann wird einiges erklären müssen. Hier könnte man verweilen, wenn wir Zeit hätten. Ja, die haben wir nicht. Aber hier sind doch Gegner, die ich töten muss, dass sie auf meinen Radar erschienen sind. Was sind das? Sind das Kritter? Schlimmste neue Gegner. Er spuckt mal auf den Boden. Deswegen müsst ihr sterben. Und das ist es, der Fußballer, wo das erlaubt ist. Und nur Fußballer dürfen auf den Boden spucken. Nee, ich spiele schon zu lange kein Fußball mehr. Ist bei mir auch nicht erlaubt. Okay, Ray. Ich weiß nicht, warum ich dich mitschleppe. Aber ich schleppe dich mit. Was? Kriegt der Maschinen. Was zum Teufel? Was? Muss ich zu den Separatisten zurück? Jetzt gehen wir mal zu den Separatisten zurück zuerst. Und dann zu Meister Thorald. Oder zu den Berserkern. Nein, nicht Berserkern. Outlaws. Dann ab nächste schon zurück ist. Warte, er ist da. Ich war im Fischerdorf in Edan, das du erwähntest. Dann verstehst du jetzt? Ich verstehe, dass Kallax und ich die Söhne von Berserkern sind, nicht deine. Ich verstehe, dass du unsere Eltern getötet und uns als deine Kinder in den Eispalast verschleppt hast. Was ich aber nicht verstehe ist, warum? Deine Mutter und ich konnten keine Kinder zeugen. Doch ich wollte nachkommen. Ich wollte, dass meine Dynastie die mächtigste aller Alps werden sollte. Und durch meinen Schachzug mit euch war ich am Ende auch erfolgreich. Sieh dir an, was aus euch geworden ist. Ihr seid heute die Speerspitze der Alparmee. Du meinst, wir waren es? Deine Bastarde versuchen sich gerade gegenseitig zu töten. Ja, ich weiß. Einiges ist mir etwas aus den Händen geglitten. Ha. Ja. Kette wird entsprechen. So nennst du das. Du Schwein hast unser Leben zerstört. Alp, ich hätte nicht wenig Lust, dich am nächsten Baum aufzuhängen. Du hast meine Familie getötet. Jemanden, den du nicht einmal kennst. Und von welchem Leben sprichst du da? Ein Leben als Fischer oder Landstreicher in den Wäldern und Rattenlöchern von Edan? Kallax und auch du habt mir beide sehr viel zu verdanken. Wie auch immer, das ist es jedenfalls, womit du Kallax anlocken kannst. Niemand im Eispalast wird auf einen Mann hören, dessen Wurzeln beim Erzfeind zu finden sind. Wenn du ihm androhst, das im Eispalast publik zu machen, wirst du seine ungeteilte Aufmerksamkeit haben. Nur Geduld,
Der Tag wird kommen, an dem du weißt, an welchem Ort du Kallax stellen kannst. Oh, lächerlich. Warum hat dir das nicht gefallen? Das sollte doch genau in deiner Alles Richtung noch dran? Sein. Lass mal, es geht. Fresse. Das hätte genau in deiner Richtung gehen sollen, Ray. Ich will mich verraten, dass ihm das nicht gefällt, die Aussage. Also wollte ich was essen und dann mal bei den Outlaws vorbeischauen. Die können doch noch immer nicht wütend auf mich sein. Was, Ray? Was? Miese Gegend. Ganz miese Gegend. Kalt. Ist doch nur kalt hier. Schauen wir mal, ob Nesti schon da ist. Die werden mich wahrscheinlich sofort attackieren, wenn sie mich sehen. Nein, nicht, dass da noch viele Gegner leben. Oder, Jungs? Darf man nicht ziehen lassen. Ah, schau. Die sind ja freundlich. Je mehr wir töten, umso mehr wird man uns... Nasty. Verdammt, wo lang ist da rum, Mädel? Ah. Okay, keine Nasty da. Dann. Dult ist die einzige Mission. Torwächter. Alle Pflichten. Okay, holen wir einfach Kaya ab und nehmen Kaya mit, falls wir sie im Endeffekt doch gleich brauchen dann. Kann das sein? Kann das sein? Du. Ich sehe. Ins Lager mit dir. Wir müssen zum Beklettern und besteigen. Nein, zum Besteigen haben wir schon noch hier. Mitkommen. Na gut. Oh. Comedic Timing, minus 10. Oder Bruce 2, ja. Was das früher wohl mal war? Ein Dorf. Ein Dorf oder eine Stadt. Das schaut ein bisschen zu waldig aus für eine Stadt. Jo, hast du die Antworten, die ich brauche? Ich hab keine Geduld mehr. Statusbericht zu den Konvertern. Es gibt keine aktiven Konverter mehr. Ich habe sie alle deaktiviert. Beeindruckend, wozu du fähig bist. Ich hoffe, dass du dich am Ende auch für die richtige Seite entscheidest und wir uns nicht wieder als Feinde gegenüberstehen werden. Gut, was kannst du noch vorweisen? Du hattest recht. Zadom steckt tatsächlich hinter dem Angriff auf meinen Gleiter. Tja. Warum bin ich jetzt nicht überrascht? Nun, nachdem du das jetzt weißt, solltest du Zadom nicht zur Rechenschaft ziehen? Er ist verschwunden. Ich fürchte, er wird wieder auftauchen, wenn wir es am wenigsten gebrauchen können. In Ordnung. Und weiter? Kallax hat mich in seine Falle gelockt. Oh. Glück für dich, dass du es trotzdem überlebt hast. Ja, dann. Das ist überraschend, die Katze. Ich habe genug von diesen Geräuschen. Weg mit diesem Geräusch. Oh, ich gehe dann wieder rein, wenn es... Oh, ich glaube, jetzt fängt schon an. Oder? Nein. Jetzt aber. Verdammter dramatischer Zoom. Wie ich sehe, hast du es geschafft. Du bist jetzt Elexitor. Ja, endlich. Es ist faszinierend. Ich kann jetzt sehen. Es ist wirklich der einzige Weg, um wahre Effektivität zu erreichen. Jetzt, da ich die Robe trage, ist es für mich noch unverständlicher, dass du dieses Angebot des Meisters ausschlagen konntest. Der Preis ist mir einfach zu hoch. Mein freier Wille gehört mir und keiner Maschine oder einem Kollektiv. Aber du hast doch keine Ahnung, was dir entgeht. Man hätte dich dazu zwingen müssen. Wir sind immer noch Individuen. Und so sollte es auch bleiben. Und wenn das Kollektiv der direkte Weg in die nächste Stufe der Evolution ist... Ist er das? Dass du es nicht weißt, obwohl du jetzt ein Teil des Kollektivs bist, sagt mir, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe. Wie kann ein Alp so etwas sagen?
Naja, ein richtiger Alp bist du ja ohnehin nie gewesen. Ach ja? Willst du mir damit sagen, ich hätte all die Jahre meine Zeit verschwendet, indem ich unserem Volk und der Direktive gedient habe? Nein, natürlich nicht. Vergiss einfach, was ich sagte. Wir haben noch einige Vorbereitungen für unseren nächsten Einsatz zu treffen. Also lass uns weitermachen. Ja, machen wir weiter. Ja, Bruder, Liebe. Ja, aber es wäre besser für unsere Zusammenarbeit, wenn du dich ab jetzt aus meinen Familienangelegenheiten raushältst. Wie du meinst. Gibt's da noch etwas? Der Reaktor meines Gleiters ist wieder nahezu einsatzbereit. Das ist gut. Wir werden deinen Gleiter noch brauchen. Sagst du mir auch wofür? Er könnte der Schlüssel zum Eispalast sein. Lass ihn ordentlich fit machen. Bis wir soweit sind, muss er voll einsatzbereit sein. Du bist ein wahrer Kriegsherr. Deine Taten werden den Menschen unvergesslich bleiben. Ab heute haben wir eine reelle Chance, den Krieg zu gewinnen. Unser vernichtender Sieg über den Hybriden wird glorreich sein. Langsam, Thorald. Wer spricht hier von Vernichtung? Der Hybrid wird sich beugen. Oder seine Tage sind gezählt. Soweit sind wir noch nicht. Ich will jetzt erst einmal wissen, was du über den Eispalast weißt. Gut. Gib mir noch einen Moment Zeit. Ich muss erst über ein paar Dinge nachdenken. Dann stelle deine Fragen. Ich werde sehen, ob ich sie beantworten kann. Je näher ich meinem Ziel komme, desto weiter scheine ich mich davon zu entfernen. Was habe ich getan? Ich führe einen offenen Krieg gegen meine eigenen Leute. Mehr noch, ich verbünde mich mit dem Erzfeind, den ich einst bekämpfen sollte. Wie konnte ich so tief fallen? Der Kampf gegen mein innerstes Selbst bringt mich fast um den Verstand. Wer steckt hinter diesem Komplott gegen mich? Gegen mich, dem einst stärksten und effektivsten Kriegsherrn des Hybriden? Wer am Hofe des Eispalastes hat so großen Einfluss und ist so vermessen, sich gegen den Willen des Hybriden zu stellen? Kallax? Die Separatisten? Zadom? Vielleicht der erste Elexitor Tarek? Waren es am Ende sogar alle Elexitoren? Weil ich ihnen zu mächtig wurde, niemals einer von ihnen sein wollte? Ich will die Wahrheit. Ich will endlich antworten. Ja, so ein Jax-Moment gerade. Muss ein bisschen stoischer sein, Jax. Ist Kaya noch hier? Kaya? Da ja. Es wird mir ein bisschen Freiraum gegeben, dass ich meine Reden führen kann. Okay, reden. Reden. Weiter wird gereden. Da ist der Thorald. Welche Schwachstellen hat der Eispalast, die die Alps nicht kennen? Bevor wir unsere Trümpfe ausspielen können, müssen vorher noch einige Dinge passieren. Die Armee der Alps versammelt sich gerade an den Grenzen von Xakor. Wenn wir diese Stellungen einzeln ausheben würden, wäre ein Frontalangriff überhaupt erst möglich, um nicht in einen Hinterhalt zu geraten. Und wo wir schon bei Hinterhalt sind. Die Separatisten müssten endlich einmal Farbe bekennen und aktiv eingreifen. Sind sie nun für oder gegen uns? Entweder sie unterstützen uns, oder sie müssen aus dem Weg geräumt werden. Bist du bereit dazu? Unter welchen Umständen wirst du denn bereit, den Separatisten zu vertrauen? Ganz einfach. Sobald sie anfangen, auf ihre eigenen Leute zu schießen, hätten sie mein Vertrauen. Sagte ich, du sollst unsere Probleme aufzählen? Erzähl mir endlich etwas, das uns weiterhilft. Ist das Eisland sauber, kommt dein Gleiter ins Spiel. Die große Barriere um den Eispalast muss weg. Ein paar gezielte Schüsse mit den Bordkanonen deines Gleiters würden den Barrierengenerator zerstören und der Weg wäre frei. Dazu muss er aber voll einsatzbereit sein. Den Gleiter sollten wir hinbekommen. Doch wie sollen wir die Streitmacht der Alps aus dem Weg räumen? Die größte Schwachstelle der Alps ist das Elex. Wir haben bereits ihren Nachschub abgeschnitten. Jetzt werden wir uns um den Teil kümmern, den sie bereits haben. Wenn ich mit meinem Experiment erfolgreich bin, dann werden die Alps ihre wichtigste Machtquelle verlieren.
Du glaubst, man überwindet die große Barriere einfach nur, weil man den Generator beschießt? Eure Generatoren sind alle gleich aufgebaut. Es ist ein Kinderspiel, wenn man mit voller Energie auf die Lüftungslamellen schießt. Wir haben einen ähnlichen Generator bei dem Angriff auf den Konverter hier in Edan lahmgelegt. Ein Schuss mit einer unserer Ballisten reichte völlig aus. Da wird dein Gleiter erst recht damit fertig. Und wenn dein Experiment nicht funktioniert? Dann werden wir nicht umhin kommen, die Alparmeen direkt anzugreifen. Du warst selbst einmal Commander der Alpsoldaten. Also weißt du auch, wie kopflos die Alptruppen sind, wenn ihnen die Führung fehlt. Erledige die Alp-Commander der letzten Stellungen der Alps rund um den Eispalast und sie werden uns nicht mehr am Einmarsch in den Eispalast hindern. Du planst, den Hybriden mit Mana zu kontaminieren? Ja, man muss nur nah genug an ihn herankommen, um es ihm einzuflößen. Dann kennst du den Code des letzten Shots zum Hybriden. Nein, aber du weißt, wer ihn haben könnte, oder? Die Elixitoren. Jeder von ihnen hat freien Zugang zum Hybriden. Ich war nur ein Commander und konnte nur zum Hybriden, wenn er mich rief. Dann geh doch endlich zu Kallax und erledige diesen Mistkerl. Doch vorher quetschst du noch diesen Code aus ihm heraus. Warum glaubst du, sollte ich dich den Hybriden vergiften lassen? Nicht vergiften. Umkehren. Aber bevor wir das klären, wie stehst du eigentlich zu dem Hybriden? Das ist kompliziert. Ach ja? Dann erleuchte mich mal, bevor wir weiterreden. Oh, das Elix-Team. Jax. Okay. Ich habe sogar den richtigen Kältewert. Den Hybriden zu vernichten scheint mir der einzige Weg zu sein, um diese Welt zu retten. Obwohl ich diesen Gedanken nicht gerne ausspreche. Mein ganzes Leben kämpfte ich für ihn. Ich sehe aber, was er mit den Menschen hier draußen macht. Ich verstehe nun, warum sein Weg nicht der richtige sein kann. Wir können gegen ihn wahrscheinlich nicht gewinnen. Dazu ist er schon zu mächtig. Aber wir könnten seine Natur umkehren, um ihn auf den richtigen Weg zu zwingen. Wir dürfen eins nicht außer Acht lassen. Der Hybrid verfolgt einen größeren Plan. Größer als wir alle zusammen. Er weiß Dinge über die Begebenheiten des Universums, von denen wir keine blasse Ahnung haben. Er kennt die Zukunft. Er kennt die Natur des Elex und warum es auf unsere Welt gekommen ist. Das betrifft uns alle. Früher oder später zahlen wir den Preis für die Entscheidungen, die wir in den nächsten Tagen treffen. Wenn das wirklich so ist, dann hoffe ich für uns alle, dass du keinen Mist baust, wenn du erst einmal im Eispalast bist. Also nimm diesen Setzling. Setze ihn dem Hybriden ein, wenn du kannst. Nur so werden wir von der Höllenbrut befreit werden. Warum fällt das Kaya nicht? Das hätte Kaya doch gefallen müssen. Ich werde nicht noch einmal in Kallax' Falle laufen. Du brauchst einen Treffpunkt, der von den Alps nicht so häufig kontrolliert wird. Zardom hat sich doch auch irgendwo versteckt. Wie wär's denn damit? Dann musst du Kallax dazu bringen, allein gegen dich anzutreten. Gut, dann weiß ich jetzt, wie und wo ich Kallax stellen kann. Ich werde ihm eine Nachricht mit meinem Adjutor senden. Ich denke, er wird nicht lange brauchen, um am Treffpunkt zu sein, wenn er sie liest. Beeile dich aber damit, bevor er Dinge in Gang setzt, die wir nicht mehr aufhalten können. Was wird die Nachricht sein? Hey, yo, Bro. Deine Mutter war Berserker. Wie weit bist du mit deinen Vorbereitungen für dein Elix-Experiment? Ich habe jetzt alles beisammen. Ich habe auch schon den genauen Ablauf geplant. Wenn es klappt, sollte ich theoretisch danach fähig sein, das gesamte Elex der Welt mit einem Schlag umzukehren. Leider glaube ich, dass ich es allein nicht schaffen werde, die dabei nötige magische Energie aufrechtzuerhalten. Was mir fehlt, ist ein starker Magier, der mich unterstützt. Wie wäre es mit Kaya? Sie ist eine sehr mächtige Magierin. Kaya. Sie kämpfte stets gegen unsere Gesetze und hatte oftmals ihre eigenen Vorstellungen, wie die Dinge laufen sollten. Sie ist zwar außerordentlich mutig, aber zuweilen auch sehr naiv. Außerdem ist sie noch sehr jung. Ich weiß nicht, ob sie dem großen Druck des Experiments standhalten wird.
Sie ist die beste Option, die wir haben. Hm. Dann frag du sie, ob sie bereit wäre dazu. Mein Draht zu ihr war nicht unbedingt der allerbeste. Was sollte das denn jetzt? Naja. Nee, red du mit dir. Oh boy. Verdammt, das hat jetzt lange gedauert. Oh. Wir dürfen bei dem ganzen Wirbel um Xakor nicht vergessen, dass es am Ende um den ganzen Planeten geht. Und danke, Kai. Thorald braucht deine Hilfe bei seinem Elex-Experiment. Ja, ich hatte schon so etwas befürchtet. Ich meine, wenn seine Theorien stimmen, könnte es den Alps mit einem Schlag die Kampfkraft nehmen. Grund genug, es zu versuchen. Sag Thorald, ich werde da sein, wenn er das Experiment startet. Okay. Ich brauche dich nicht mehr. Geh ins Lager. Ich nehme wieder Ray oder Falk mit. Durch. Hektox, Ferek, Kartex, Urtox, Kardec, Lektox, Asterix, Obelix. Oh, ja, ja. Ray of the Fark, Ray of the Fark, Ray of the Fark. Ray of the Fark. Was meinst du, Lloyd? Bring mir etwas bei. Sicher! Objekte übergeben. Ausrüstung potenzieren. Auf dich kann man sich verlassen. Ja, Lieblingsdrohne, also. Du wirst trotzdem nicht mitkommen. Wir haben andere Leute, die wir im nächsten Spiel nicht spielen können. Wie Ray. Du, Jäger, was hast du für mich? Wuchtschlag, Granaten. Granaten habe ich noch ein paar. Tankenkiller. Maschinenkiller. Bring mir. Nein, wir Maschinenkiller. Okay, wo ist mein Boy? Wo ist mein Boy? Wo ist mein Boy? Pass lieber auf deinen Rücken auf. Du weißt nie, wer hinter dir steht. Ist das eine Drohung? Mitkommen. Sicher doch. Die Entscheidung gefällt mir. Mitkommen. Sehr schöne Drohung. Wenn die Viecher nicht wären. Eigentlich ganz. Ah, da ist er. Und? Wie ist der Stand? Wir sind fast da. Aber eben nur fast. Was genau brauchen wir noch, um den Gleiter startklar zu machen? Eine deiner linken Steuerdüsen hat einen Schlag abbekommen. Ich würde damit so keinen Start wagen. Es sei denn, du willst immer nur im Kreis fliegen. Wie kommen wir an eine neue Steuerdüse? Diese Dinger sind schwer zu beschaffen. Der einzige Ort, wo ich so etwas vermuten würde, wären die technischen Sammellager der Alps in der Nähe des Eispalastes in Xakor. Nur die Alps bauen diese Art von Gleiter. Hier, deine neue Steuerdüse für den Gleiter. Potzblitz, du bist ja ein Teufelskerl. Wie hast du das nur? Ach, vergiss es. Ich will es gar nicht wissen. Ich mach mich gleich an die Arbeit. Beeil dich mit der Fertigstellung des Gleiters. Ich muss zum Eispalast fliegen. Die Alps sammeln ihre Kräfte, um die freien Länder anzugreifen. Wir müssen ihnen zuvorkommen. Was denn? Ich hab das Ding fast so weit, dass alles schon wieder... Und dann noch nach Xakor. Kommt gar nicht in Frage. Vergiss nicht, die Hälfte von der Kiste gehört mir. Oh, was haben wir hier? Zu niedrig, Werte wird entsprechend. Der Gleiter ist die einzige Chance, die freien Menschen vor dem bevorstehenden Angriff der Alps zu retten. Ich habe befürchtet, dass du so etwas sagen würdest. Meinetwegen. Wenn ich soweit bin, dann sollst du deinen Gleiter haben. Und noch was. Tu mir doch bitte nicht so, als wüsste ich nicht, wer du wirklich bist, okay? Ich habe schon eine Ahnung, was du vorhast. Muss ja nicht heißen, dass es mir gefällt. Aber egal. Bis wann muss der Gleiter einsatzbereit sein? Bevor ich zum Eispalast fliegen kann, gibt es noch ein paar Dinge, die erledigt werden müssen. Ach ja? Und was genau? Wirklich? Er kriegt einen Lagebericht? Ein kurzer Überblick, wie sich die Lage gerade darstellt. Oh, der Weg zum Eispalast wird bewacht von einer Armee der Alps.
Wenn sie uns beim Einmarsch nicht in den Rücken fallen sollen, muss ich mich um die Alpkommander in Xarkor kümmern. Ich muss noch klären, was die Separatisten tun werden, wenn wir in Xarkor einmarschieren. Thorals Elex-Experiment ist noch nicht vollzogen. Die Sache mit dem Code zum letzten Shot des Hybriden beschäftigt mich. Ich muss das klären, bevor ich den Eispalast betrete. Tja, hört sich so an, als gäbe es da noch einiges zu tun. Komm wieder, wenn das erledigt ist. Ich werde mich ranhalten, dass der Gleiter rechtzeitig fertig ist. Hoffentlich sind wir schnell genug, bevor die Alparmee hier bei uns einfällt. Eine Sache, die mich noch interessieren würde. Man sagt sich, dass du gegen deinen Bruder kämpfst. Und weiter? Nun, es heißt, Kallax und du seid einst die größten Feld... Okay. Ja. Nein, das war zu viel. Das war... Nein, warum willst du das gleiche wissen als alle anderen? Gar nicht in Frage, Alter. Gar nicht in Frage. Okay. Ich hole mir noch einen Pfeil zum Abschluss. Ich mach das. Einen Pfeil können wir uns noch. Oh, der fragt mich aus. Krass. Krass, wie der mich auch ausgefragt hat gerade. Oh. Oh. Sechser Brötchen. Leer. Ich hab sie geblündert, natürlich ist sie leer. Sind alle wieder gespawnt. Das erinnert mich ans Elex 2 Endgame gerade. Hey Jungs. Du hast das gerade gemacht. Ob das was mit mir? Ah, krass. Ich hab's fast überlebt. Da ist er. Da ist der Commander. Wer schießt den Flammenwerfer die ganze Zeit an? Und da. Ich muss hier raus. Ich sehe gar nichts. Verdammt. Verdammt. Nur Schwachsinn drück ich. Geisterwolf, Lee, recht. Ich hab sogar Heilung. Verdammt. Ich hab sogar Heilung. Hab ich nie benutzt. Hab ich nicht mehr genug Mana und so Zeug. Verschissener Bastard. Oh, okay. Mit dem Flammenwerfer muss weg. Auf den Typen mal zu visieren. Komm schon, die Geisterwolf, tu was. Verdammt! Verdammt! Mein Leben ist schon niedrig. Ray, bitte. Ray, da lebt noch wer. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Ja. So, wir voll Stress bekommen. Oh, verdammt, haben wir gerade auf die Fresse bekommen. Verdammt. Das war nicht cool. Das war überhaupt nicht cool. Ach, oh, okay. Hab ich schon alles gelootet auch. Ich kann gleich zurück teleportieren, mir irgendwo ein Bett suchen und Sachen, Leerpunkte und so ein Zeug mir reinhauen. Aber das ist nicht gut ausgegangen. Ja, ich teleportiere zurück zu den Berserkern. Da gibt es sicher noch was zu lernen. Oh, yeah. Peace out. Peace out.